ist Anja und wir spielen wieder Scribble und zwar das normale und nicht mehr diese andere App. Am Ende des Videos sage ich euch die Gewinner von den Steam Keys von letztem Scribble-Dings. Also, falls ihr da eine Chance hattet oder auch immer, dann bleibt dran. Ansonsten, heute sind dabei der Tops und der Leon slash Daddel slash Typ aus dem Zelda-Stream. falls ihr den noch kennt. Oh, ich darf anfangen. Oh, sick. Oh. Meinst du was Schönes? Ich mal was Schönes, ja. Nee. Es ist, also das erste Mal, es ist so eine Zusammensetzung aus zwei Worten, ne? Also, warte. Das ist ein Plus. Ich weiß. Das ist ein Ei. Das ist eine Uhr. Das ist kein Ei. Das ist eine Uhr. Oh, hey, mal weiter, Tops, mal weiter. Wir haben nicht so viel Zeit. Ja. Auf geht's. So. Und das ist ein... Das ist gar nichts. Doch, das ist was. Das kann man werfen, das tut weh, das sollte man nicht essen, zumindest wenn man... Ball. Also ich esse die Ziegelversion davon immer. Was? Die Ziegelversion. Es gibt ja... Aber es ist das Wort ist nicht Steinuhr. Nein, 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 nicht Uhr, sondern was zeigt die Uhr an? Aha! Saublöd. Ehrlich jetzt, ich komme nicht drauf. Ich bin booted. Was zeigt die Uhr an, Daddel? Ja, was zeigt die Uhr an? Was ist das eine? Was sollte man nicht in einem Schneeball haben? Was? Tops, erzähl kein... Was sollte man nicht in einem Schneeball haben? Tops, erzähl kein Müll. Das erste Wort, ja. Ach so. Und was zeigt die Uhr an? Biest. Ja, siehst du. Warum? Ah, nice, ihr kriegt alle keine Punkte. Ich führe. 225, ihr Loser. Seht ihr das? Krass. Krass, ne? Was ist denn das? Hä? Tja. Was ist denn das? Who knows, ne? Ja, who knows? Ah, nee. Es geht um... Ups, warte mal kurz. Ah, warte. Ja. Beast. Es geht um... Was soll denn das sein? Hab's schon längst erraten. Du bist eine Maschine. Es geht um dieses Objekt hier. Was für ein Ding? Das Objekt, auf dem der Pfeil ist. Ich kann doch nicht... Okay, schreibst ja, du, ja, schreibst du damit schwarz? Ja, okay, chill. Du schreibst damit... Ach, das soll Kreide. Das hätte man wissen können. Das sah aus wie ein Schild. Furchtbar. Ich hätte noch Morty gehabt und Rapunzel. Rapunzel hättest du machen können. Okay, das ist sehr aggressives Grün, sorry. Das wäre zu einfach gewesen, Ronja. Ja, Rapunzel wäre zu einfach gewesen. Deswegen hast du mit Kreide eine neue Herausforderung gewagt. Ja. So ist es. Nice. Was soll denn das sein? Ja, wirst du gleich erkennen. Systematisch auf dem Klo. Nee, du wirst es gleich erkennen, Tops. Gedulde dich. Es ist nicht schön gezeichnet, leider. Schade. Das sind Bratwürstchen. Nein, das ist ganz offensichtlich. Soll ich nicht im Bank sein? Mir fällt nur das Wort gerade nicht ein. Mit Z. Nee, es ist mit Z, wo es nur. Achso, doch. Das ist ein Vorwort, quasi, was vor Bank noch steht. Was macht man denn auf einer Bank? Was? Überragend. Oh, was? 1, 2, 3, 4. Ist das nicht... Hä? Ist das irgendwie doof? Du musst es schon zusammengesetzt schreiben. Hm? Und dann... Bank. Ach so, lol. Sitzbank. Diesen Wortzusammenschluss habe ich noch nicht so wirklich gehört. Ich habe immer so Bank. Ich auch nicht, aber oder? Das andere war noch schlimmer. Das war. Ich weiß es nicht mal mehr. Irgendwelche Personen, die keiner kennt. Oh, das ist einfach. Das ist cool. Das gefällt mir. So, hier. Das findet man auf dem. Hier. Videorekorder, genau. Was? Ach so. Das tut man ja, wenn man so Videorekorder hat, ne? Ja. Easy. Ah, das war gar nicht schlecht hier. Ja, ne? Das ist kreativ, einfach. Das ist nicht kreativ, du nimmst aber die einfachsten Leute, die es gibt, Schummel, Mann. Ja. Das ist nicht Schummel. Also wenn du ja nicht ewig an einem Gemälde dran bist, dann komm ich auch nicht. Also, okay, fünf Buchstaben. Fünf Buchstaben ist einfach. Warte. Ja. Auspuff hat 7. Wie schreibt man Auspuff mit 5? Also? Okay. Wir werden da mal überragend gezeichnet wieder mal, ne? Wirklich. Wippe war es. Ich war nicht überlegen. Was vage? Nee. Was ist denn das schon wieder? Oh, warte, das kriege ich hin. Also. Was? Oh Gott. Hey, das ist kein Mensch, das ist eine Wurst. Kette. Das ist ein Mensch.
Was hat er mit seinem Bauch gemacht? Das ist kein das Bauch. Hä? Soll das das Becken sein? Da unten? Nein, das ist der Po. Hä? Hä? Ach so, okay. Aber kein Mensch hat so eine Figur. Doch, und wie heißt diese Person? Biestonne. Das war zu einfach. Kenn ich nicht. Klar kennst du die. Die hat eine Fernsehshow. Die hat eine Fernsehshow, die ist recht bekannt. Oh, wie schreibt man... Schreibt man die so? Oh! Sick. Ekelhafter Name, ey. Das ist doch... Ja, okay, ja. Jetzt, ja. Ja, nee. Ja. Ja, nee. Nee, ja. Nee. Was? Nee. Also das ist mal was Einfaches. Also ich mag es nicht besonders. Du hast mal wieder was Einfaches gewählt. Ja, ich habe wieder was Einfaches gewählt, aber... Untypisch für dich. Ja, ne? Schon ein bisschen, oder? Was soll das denn sein? Das ist einfach nur gelber Klops. Monetarisierungszeichen. Ja, sieht echt so aus. Aber das ist einfach. Was? Das kennst du. Ja, ich habe nur ein Komma geschrieben, aus Versehen. Ach so, okay. Nicht schlecht. Ich bin Batman. Okay. Oh, 4 Buchstaben. Ich mag es, dass du die kurzen Wörter wählst. Ja, sicher. Besen hat zu viele Buchstaben. Oh, easy! Was? Easy, Alter, okay, da hat sich doch die Hauswirtschaft gelohnt. Hä, aber. Es ist Wischen. Nass. Ja, wie heißt denn das Gerät dazu? Wischmopp. Oh. Ranja ist hier so leicht, aber wenigstens ist niemand da, der dir das Wort noch eintippen kann, weißt du? Haha, very funny. So, hier sind weitere Klassiker. Also, das ist wirklich nicht schwer. Okay. Also, jetzt müssen wir erstmal hier. Das könnte eine Weile dauern. Okay, Biest. Dass du auch errätst. Das Wort hatten wir schon mal. Ehrlich? Sogar, ja. Jetzt wirklich? Daran erinnere ich mich nicht. Jedes Mal gefühlt, wenn wir miteinander spielen. Oh ja, das kann sein. Hä? Tja. So, und dann, Achtung, jetzt kommen die feinen Details. Was zur Hölle? Aber wie nennt man das? Jetzt hat das meistens so was Weißes Gewickeltes hier drum. Du bist doch eigentlich erst so. Weiß ich einfach, was du gut bin, da muss ich sagen. Außerdem spielt Taubst mit, deswegen ist es halt einfach. Du siehst, er hat einige Probleme in seiner Aussprache. Ah, verdammt, ich werde angerufen. Nein, nicht jetzt, bitte. Was ist das? Nein. Pen, Kopf. 1, 2, 3, 4. Nein. 7. Ball. Oh, das ist eine Bombe. Nein. Nee, das ist nicht. Hä, was ist das? Wie hast du das erraten? Was ist das? Was ist das? Zu easy. Was ist das? Das ist doch einfach. Ey, jetzt können. Du müsstest doch sagen, okay. Das ist doch einfach. Das sieht man doch, oder? Ja, Ronja, weißt du, bei mir mal sagen, nee, ist doch einfach, ist doch einfach. Wir haben es erraten, das ist okay. Okay. Okay, wieso ist das blauer? Okay, ich dachte, blau war jetzt eine bewusste Entscheidung. Kann ich erkennen, was es sein soll? Es ist Schuhwerk. Was? Schuhwerk. Schuhwerk. Ja. Was soll denn das für ein Schuhwerk sein? Ist es eine Marke? Hä, nein. Oder das ist ein Typ von Schuh. Ist das so richtig? Aha, ungefähr. Oh, okay. Okay. Immer mit der Draufsicht, Herr Daniel. Ja, sicher. Ich wette, meine Tante will gerade rein. Weißt du, man hätte es auch einfach vor der Seite zeichnen können. Das wäre bestimmt einfacher gewesen. Ups. Ich muss die Schleife mal kurz nachzeichnen. Hä, ich hätte doch... Sonderletten, ja, wow, ich bin... Ja. Ja. Das ist alles furchtbar. Kann sein, dass es bei dir geklingelt hat, dann? Ja, ich glaube, meine Tante will rein. Ah, dann musst du, lass du nur warten. Ey. Nein, es geht nicht um... das ist mehr Hintergrundkulisse, ja? Das wird noch... Okay, warte mal, ich bin sofort wieder da. Ja. Keine Sorge, ich mal noch ein bisschen Hintergrund. Ja, meine Katze hat so laut in letzter Zeit. Hört man das?
Ja, das ist. Ah, nein! Tja. Okay, ja? Es geht eigentlich um Folgendes. Hier ist dann. Ich dachte, ich wollte einen tiefen Tannenwald malen. Und manchmal zieht sich dann sowas drunter, weißt du, so. Ah. Lässt sich halt schlecht. Wie hast du das erraten? Tod, ja. Zerstörung, Nadel. Es ist komplett eskaliert, aber dann hast du die Nadel wieder für dich entdeckt. Ja. Ja, also Leon ist nicht da. Ja, kriegt aber einen Daumen runter. Du kriegst einen Daumen runter. Hä, wieso denn? Na. Ja, siehst du. Hast du die Frage kannst du mir nicht beantworten, ne? Hast du erraten und dann hast du einfach einen Daumen runtergegeben. So macht ich hab's nicht erraten. Nicht. Ich hab's erraten. Einfach gefühlt. Nee. Nee. Kann's das kann nicht sein. Jetzt muss er zeichnen, glaube ich. Oh, perfekt. Nee, ich glaube, ich bin am Zeichnen. Oh, Nebel? Willkommen zurück, ja, Nebel. Ja, mein Vater hat mir nur gerade Wurst und eine Lasagne vorbeigebracht. Nice. Weil es auch so schwer ist, eine Schüssel anzustecken. Aber Wurst und eine Lasagne, ne? Ja, sie war einkaufen. Fertig. Hashtag. Ernsthaft? Also, nee. Weißt du, Tops Hashtag ist viel länglicher. Es ist eher, wie nennt sich das, schräg. Ja, genau, schräg. Quasi kursiv gedruckt. Das ist gar nicht mal so uneinfach, aber auch gar nicht so schwer. Okay, 6 Buchstaben. Lass mal sehen, wie mache ich das. Ah, ich weiß, was das ist. Also, ich hätte jetzt Vulkan gesagt, aber es ist blau. Also, wenn es das nicht ist, dann muss Ronja einen Besen essen. Verdammt. Die Heid des Lebens. Das ist Plumpf, das ist so lang. Was ist denn das? Wasservulkan? Hä? Was ist denn das? Was soll denn das sein, Daddel? Hä? Weißt du es nicht? Nein. Kennst du heiße Quellen? Habe ich mich verschrieben? Ja. Schreibt man das mit einem Y, gell? Möglich. Ah, nee. Komm schon! Klaus aber mein Wort! Nee, ich hat mein Wort geklaut. Hör auf, nein, das ist eine Lüge. Achtung, aufgepasst. Übrigens, Nebel hätte ich gewusst. Ich muss mal sagen. Wir nehmen auch 2 Wörter. Wenn es wirklich einfach ist. 3, 4, 5. So. Wie sieht das für euch aus? Das ist ein Apfel. Richtig. Und was ist er jetzt? Eine Zitrone? Nein, was ist das für eine Farbe? Orange. Gelb. Warte, kommt schon. Okay, wartet, ich mal. Mandarin. Das ist ein Viereck. Nein. Noch ein Viereck. Nee, Rechteck. 3 Rechtecke. Rechtecke mit Streifen. 3-dimensionale Rechtecke. Mhm, auch genannt. Irgendwas Barren. Trapeze, ja genau. Ja, und was. Das ist die Farbe, ja? Das ist die Farbe vom. Okay, Gold. Ach so, okay. Oh, easy! Das Wort hatten wir auch schon mal. Ich bin noch langsam am Schreiben. Gott, oh Gott. Wieso erkennt ihr das nicht? Gelber Apfel. Goldener Apfel, Leute, goldener Apfel. Ja, Ronja. Ronja, du darfst es nicht erwarten. Das goldene Vlies zum Beispiel. Das was? Aber dann ist das Wort Gold drin und das darf man nicht sagen. So, das war's dann aber auch schon mit dieser Folge Scribble. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da, wenn ihr findet, ich habe zu Recht gewonnen. Übrigens, die Gewinner von den Keys, wie gesagt, gebe ich jetzt bekannt. Und zwar sind das Finja Nikes, Silo Matt, Mima 25 HD, Mr. X, Jack of Spades, Cookie-Klexa, Rex Santos, Melissa Unaria, Eragon 55 und Lea Lendenmann. Also ich blende die ganzen Namen hier nochmal ein, damit ihr auch wisst, dass es wirklich eurer ist, wenn es richtig geschrieben ist. Die Leute, die gewonnen haben, schreibt mir eine E-Mail unter richtigronja.yt@gmail.com. Dann schicke ich euch euren Key zu. Ansonsten macht's gut, bis morgen. Ciao!